Ja, ich habe drei Kobbeln abgemäht. Dann wollen wir einmal schnell Schwaden fahren. Das ist unsere Melkstation hier. So. Ja, wir hatten schon Probleme heute gehabt. Wir hatten schon einen Elektriker hier gehabt. Der ist jetzt nochmal Teile holen. Aber es läuft erstmal alles wieder. Die Kühlungsanlage für die Milch war kaputt. Oder was heißt kaputt? Also es war, die hat nicht gekühlt. Und irgendwie war da eine Sicherung weg oder raus. Oder muss er da irgendwas neu machen, der Elektriker? Jo. Was dabei rauskommt. Nicht, dass sie die Milch nachher nicht abholen und die sauer wird, ne? Das wäre ja noch was. Naja. Ja. Ja, Raps war ja fertig gedrillt. Das haben wir auch fertig. Ja, das müssen wir noch alles düngen, aber dann habe ich gesagt, wir wollen erstmal Silage machen. Brauchen wir noch ein bisschen dazu. Aber das kriegen wir günstiger, wenn wir das selber machen, als wenn ich die jetzt alle kaufe. Also wenigstens bis wir nachher den Mais runterhäckseln. So lange müssen wir auf jeden Fall Ballen haben. Und ja. So. Mal gucken, dass wir hier heil raufkommen. War schon mit dem Mähwerk ein bisschen eng hier. Aber das sollte klappen. Das schaut doch gut aus. Ja, wir haben jetzt aktuell die 10 abgemäht. 25 und die 24. Und wir haben noch zu mähen die 23, die 3 und die 2. Also, aber die werden wir wohl in Heu machen. Aber Heu, weiß ich nicht, da traue ich mich noch nicht ganz ran. Ich will heute Abend noch mal ein bisschen Wetterbericht gucken. Bisschen zu heiß. Daher wird das nichts. Und dann muss ich noch mehr Silage machen, das ist dann auch Mess. Weil dann haben wir irgendwie mal zu viel. Und das sind auch ganz schön weite Wege dann. Für Heu geht das dann mit einem Anhänger dann nach Hause fahren, das geht. Stall und dann passt das. Das wenn wir das jetzt auch noch in Silage machen, ich kriege auch nachher irgendwann Platzprobleme, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Ja, die drei Kühe sind jetzt auch eingetroffen, die stehen jetzt noch in Quarantäne, die wir noch kriegen sollten, also die ich bestellt hatte ja. Wir hatten ja 10 bestellt, 7 hatten wir dann jetzt schon bekommen. So, weil die hatte ich ja geholt und die 3, die werden jetzt geliefert. Also jetzt irgendwie zum Wochenende, sagte er. Weil die müssen jetzt noch einmal ein bisschen sich gewöhnen, ein bisschen runterkommen. Weil die kommen aus Süddeutschland, haben wir die importiert quasi. Und weit ausgeholt. So. Ja.
werden sich ja auch schnell einleben. Die sind ja vom gleichen Bauern. Vielleicht erkennen die sich ja noch wieder. Mal gucken, wie sie das alles so verkraften. Also diese haben sich schnell eingefunden hier. Gut, die finden noch nicht alle in den Stall. Muss man noch mal einen oder andere noch mal nachholen, aber gut. Das ist halt so. Aber das haben die nachher schnell drin. Das sind ja Herdentiere. Hier habe ich erstmal den Frontlader abgebaut. Nicht, dass ich hier überall an den Bäumen hängen bleibe. Das ist eine geile Sache, ne? Fährst ran, klack ab. Also. Mit diesem Schnellwechselsystem, das ist richtig geil. Emil ist beim Arzt. Der wollte sehen, dass er nachher irgendwie so 16 Uhr dazu stößt. Der will dann pressen. Ja, und wenn ich mit Schwaben durch bin, dann fange ich an zu wickeln. Oder wir fahren die erst zum Hof. Das haben wir eigentlich. Ja gut, wir haben ja den Trecker hier nachher wieder frei. Ja, mal gucken, wie wir das organisiert kriegen. Weil die Koppeln sind ziemlich dicht bei, das geht dann. Im Hof. Also haben wir nicht viel zu fahren. Oder nicht weit zu fahren. Wird schon klappen nachher irgendwie. Guck. Ich hatte auch schon überlegt, ob man die vielleicht auf eine Koppel hier wickelt. Und dann hier an der Koppelrand irgendwo stehen lässt. Dass man sich dann nach Bedarf immer holt. Bloß ich sag mal, wenn man nachher hier den zweiten Schnitt machen. Stehen die nachher wieder im Weg oder dann haben wir wieder Ecken, wo wir nicht mähen können. Ja, das ist alles. Am besten ist alle auf dem Hof und dann auf dem Hof wickeln oder so. Ja, mal gucken. Kriegen wir irgendwie hin. Oder vielleicht hat Heidi ja nachher noch ein bisschen Zeit. Die will ja jetzt unbedingt melken. Macht sie auch heute Abend schon. Heute Morgen schon ein bisschen mit dabei. Aber die hat ja Melkerin gelernt, der braucht ja eigentlich nichts mehr erzählen. Bloß ich muss ja trotzdem wissen, wo dann alles steht und liegt und, ne? Ja, aber so Grasflächen haben wir hier aber ganz schön, also. Das sind ein paar Hektar. Muss dann nochmal genau ausrechnen, wie viel das eigentlich ist. In den Unterlagen nochmal reingucken. Dann werden wir hier nichts haben, aber Grasflächen. Oh, der macht sich hier echt gut mit dem Schwader. Das passt gut zusammen. Ich hatte ja schon drüber nachgedacht, größeren Schwader, weil wir haben auch ganz schön Flächen. Nur, das sind alles kleine Flächen und da kannst du nachher gar nicht mehr umdrehen hier mit. Das ist jetzt schon grenzwertig. Auch die Hecklöcher sind hier sehr klein. Du kommst nachher gar nicht mehr um die Ecke.
sehr schön wendig hier, der Trecker. Das passt gut. Kommt man gut um die Ecken. So, da hinten noch, schätze mal, zwei Bahnen. Was ist das? Na, vielleicht doch mehr als zweimal. Vielleicht drei. Dreimal hoch, dreimal runter, muss passen. Nee, Quatsch. Zweimal hoch, einmal runter. Also das sind dreimal. Nicht dreimal hoch, dreimal runter. Ja. Ja, was gibt's sonst Neues? Der Striegel ist immer noch nicht da. Hat er vorhin schon mal angerufen. Ah, die wollten sich noch mal melden. Mal sehen. Vielleicht tun die das ja noch. Irgendwie haben die da wohl Lieferschwierigkeiten. Ist da schief gelaufen. Geben die ja natürlich nicht zu. Ne? Aber ich hatte den ja bestellt und die sagten, ja, dauert so ein bis zwei Wochen. Ja, sind wir schon in der vierten Woche und immer noch nicht da. Also ich denke mal, entweder haben die das verdüst, den wirklich zu bestellen, oder ja, keine Ahnung. Ist ja sogar so ein der hat noch ja, wenn man irgendwo ein bisschen man so Ecken hat, wo ein bisschen viel Unkraut ist oder so, dann sehe da noch mal was mit nach. Und sowas hat das Teil und ja, irgendwas war noch. Dann irgendwie extra lange Zinken oder so. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die mir da ein gutes Angebot gemacht. Und oh, jetzt habe ich gepennt. Ich habe ein bisschen. Naja. Geklödert, aber bis jetzt habe ich noch keinen Schatz gefunden. Mal sehen. Vielleicht finde ich den ja heute noch. So, mit die Reihe nochmal mit runter hier. Dann passt das. Vorgewende noch einmal. Kann passen. So. Machen wir noch einmal rundherum. Emil dann nachher ein bisschen einfacher. Man muss dann einmal zurückhoppen, dann passt das. Die Ecke hier noch ein bisschen mitnehmen. Man muss auch noch mal ein Stück zurücksetzen, dann passt das. So hart kommt da nicht um die Ecke mit der Presse jetzt. Mit der Klaas hätte das, wäre das vielleicht noch gegangen, aber
Jetzt mit der Krone, die ist doch bitten größer. Na, bloß mit der Krone, das war, glaube ich, schon eine gute Idee, die dann gleich eine Nummer größer zu nehmen. Aber sonst steht man in 2-3 Jahren wieder da und sagt, oh Mensch, hätte ich die noch einen Ticken größer genommen. Denke ich mal, war das schon richtig. So, sie ist voll. Immer drücken. So. Aus den Kasten. So, mal sehen, dass wir hier wieder runterkommen. Oh, das passt. Tor lassen wir auf. Ja, hier der vorige Bauer, der hier die... Halt! Kommt von hier einer. Ne, freut nicht. Der hat hier immer noch die Kühe umgetrieben. Und deswegen sind hier alle Graskoppeln eingezäunt. Oder fast alle. Rechts kann keiner kommen, weil die Straße hier aufhört. So. Auf geht's zur nächsten. Ne, hier war das noch nicht. Aber seht ihr ja schon. Ja, es sind alles nur die Ecken hier. Außer die anderen hinten im Dorf. Die sind Betten größer. Und die hier Hauskoppeln, ne? Das sind somit die größten. Holen. Jetzt kommt es da nicht rum. Und dann haben wir jetzt hier links und rechts haben wir dann auch eine. So. Gucken. Aufklappen. Spund ist zu rechnen. So. Kurz. Bitten ranzoomen hier. Schön nett.
kannst du aufpassen. Ach so. Das Ding nervt auch ein bisschen. Obwohl, das Haus steht 200 Meter weg. Aber ich höre es trotzdem. Oha. Emil ruft an. Wo hat er denn? Ja, du brauchst noch eine Stunde länger beim Arzt. Ja, du, ich habe ja eh erstmal zu schwaden, denn sonst fange ich nachher an zu pressen. Kannst mich ja ablösen. Jo. Du fängst nachher an zu wickeln. Das ist ja egal, wer was macht. Jo. Na gut, alles klar, weiß ich Bescheid. Jo. Bis später. Tschüss. Ach, Emil muss nur noch beim Arzt warten, bis die Ergebnisse da sind, da Blutergebnisse und sowas. Naja, gut. Ja, dann fange ich nachher sonst an zu pressen. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und jo, danke fürs Einschalten, ne? Gut, tschüss.